Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und zu meinem vierten Wochenrückblick. Wenn die Kamera jetzt etwas wackeln tut, das liegt daran, dass ich sie in der Hand habe und wie ihr vielleicht erkennen könnt, dass ich eine Laterne gerade filme. Das liegt daran, dass ich gerade von der Arbeit gekommen bin. Es ist Samstagabend, 10:30 und ich bin gerade auf dem Heimweg sozusagen. Und ja, das ist halt ein bisschen missglückt. Ich hatte das Video heute Morgen schon gedreht, weil ich heute Spätschicht hatte und habe ich echt mir Mühe heute Morgen gegeben. Und ja, ich habe es natürlich in der Arbeit, weil ich es mir anschauen musste, gelöscht. Das war wieder klar. Deswegen muss ich das jetzt noch machen. Ich werde das Video jetzt auch dann noch hochladen. Das wird dann gleich vom Handy passieren, also wird es dann auch nicht bearbeitet sein. Und hat jedenfalls den Vorteil, dass es dann in HD ist. Auch wenn eine Laterne nicht unbedingt in HD zu sehen sein muss. Okay, meine Woche war sonst eigentlich ganz schön. Was heißt schön? Ja, sie war schon schön, aber auch andererseits hatte ich wieder mal viel Pech gehabt. Ich wollte ja die Woche sehr viel mit Fimo arbeiten, weil ich eigentlich ziemlich coole Schichten hatte, aber es war viel zu heiß. Das Fimo ist mir wirklich in den Händen weggeschmolzen. Das war sowas von blöde. Ich glaube, alle, die mit Fimo arbeiten, können das nachvollziehen, wie eklig das war. Und bei uns im Süden war es ja eh am allerwärmsten. Also wir kriegen ja morgen ist Sonntag und es sollen über 40 Grad werden. Und nicht gerade mein Wetter, würde ich behaupten. Also ich stehe ja eher auf den Winter. Und ja, also ich fange jetzt mal an, was ich die Woche so getrieben habe. Am Montag war ich nur arbeiten. Da hatte ich so eine blöde Schicht. Hatte ich, glaube von 10 bis um 6:30. Das war halt relativ doof. Dann Dienstag hatte ich von 8 bis um 3:30. Aber da habe ich mir den Fuß verknackt. Da habe ich da meinen Fuß geschont. Mittwoch war ich ja mit der Melli beim Zirkus. Da habe ich ja dieses Video gedreht mit den Tieren. Genau, das haben wir da gemacht und dann waren wir noch Eis essen. Donnerstag waren wir im Zirkus drinnen. Da hatte ich halt jeweils Schichten von 10 bis um 3:30. Die war echt cool, die zwei Tage. Und dann Freitag und heute hatte ich halt komplett Spätschicht von 12 bis um 9 ungefähr. Halt je nachdem, wann man halt dann fertig wird. Und da ist heute auch nicht mehr mit so viel was machen. Morgen ist Sonntag und morgen werde ich mit der Melli und ihrer Familie zum Flughafen fahren. Also ich wohne ziemlich nah am Flughafen dran und Melli und so, die wohnen noch ein Stück halt weiter weg. Also die wohnt nicht in meiner Nähe, sie wohnt ungefähr 40 Minuten mit der S-Bahn von mir. Und dann fahren wir morgen so zum Flughafen mit ihrem kleinen Bruder und ihrer Familie, weil ihr kleiner Bruder erst 7 Jahre alt ist. Und wir halt da so Bustour gebucht haben. Und ich glaube, das wird ganz schön werden. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und wenn es ganz gut geht, habe ich Montag und Dienstag frei. Das fand ich natürlich, wo ich den Plan gesehen habe, toll. Aber wir haben leider momentan jemanden da, der etwas rumkränkelt. Und da wurde mir schon gesagt, wenn die jetzt ausfällt, dann muss ich rein. Was natürlich etwas doof wäre. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich frei habe. Und dass ich am Montag, Dienstag was mit Fimo machen kann, weil es soll ja wieder etwas kühler werden. Und ich vermisse das auch. Mir kribbelt das richtig in den Händen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Nachbarn jetzt gerade oder irgendwelche Leute hier rumschreien hört, das sind Nachbarn sozusagen, weil ich sitze hier gerade nicht im Park vielleicht, wie es einige denken, sondern in einer Siedlung mitten beim Spielplatz. Und halt ringsrum sind hier Häuser. Und ja, ich glaube, Fußball läuft vielleicht noch, weil heute spielt doch Bayern oder hat gespielt Bayern gegen irgendwen. Aber die spielen ja heute, glaube ich, in Dortmund. Also denke ich mal Bayern gegen Dortmund. Gut, ich bin kein Fußballfan und ich schaue Fußball nur, wenn WM ist oder EM. Aber ich muss auch sagen, ich sehe jeden Tag die, oder so gut wie jeden Tag, die Arena von mir aus auch zu Hause, also jedenfalls leuchten. Wenn jemand was spielt, dann sehen wir das Leuchten sogar. Und es, bei mir ist in der Nähe so 10 Minuten so eine Brücke von mir. Und da kann man die Allianz Arena komplett sehen. Deswegen muss ich da nicht unbedingt noch zu den Spielen auch noch hinrennen. Das kann vielleicht der ein oder andere nachvollziehen. Und ja, eigentlich hätte ich heute super gern zum Sommernachtstraum gegangen. Das ist in München das größte Feuerwerk eigentlich des Jahres.
Aber mit dieser blöden Spätschicht konnte ich mir das natürlich verkneifen. Ich hätte es nicht mehr geschafft und die Karten waren auch nicht gerade günstig. Oder wären nicht gerade günstig gewesen. Das war halt auch ein bisschen schade heute. Aber nun gut, das war jetzt mein kleiner Wochenrückblick mit Blick auf eine Laterne. Ich hoffe, ich kann dann nächste Woche mehr von Fimo berichten, weil die nächsten Videoideen sind natürlich wieder was mit Fimo, also zum Beispiel ein Tutorial wieder. Und was jetzt auch geplant ist, ist der 50-Fakten-Tag. Die 50 Fakten habe ich mir schon rausgeschrieben, aber momentan schäme ich mich, glaube ich, noch so ein bisschen, das da so vorzutragen, weil es ist doch schon merkwürdig, wenn man seine eigenen Fakten so liest, wie man selber so drauf ist. Und ja, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde, aber es würde auch die nächsten Tage auf jeden Fall folgen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Samstagabend und einen wunderschönen Sonntag. Cremt euch alle gut ein. Ich möchte nicht, dass ihr einen Sonnenbrand kriegt oder so wie ich Sonnenallergie, in dem Fall Pusteln. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, das ich glaube schon zum dritten Mal sage. Es tut mir leid. Was mich wundert, es ist hier noch kein Mensch gerade lang gegangen, obwohl hier mindestens über 100 Leute um mich herum wohnen. Sie wohnen ja um mich herum. Stimmt schon. Um mich herum wohnen. Und ja, deswegen höre ich lieber auf, bevor jetzt jemand noch hier lang trampelt und sich denkt, eine komplette Irre da auf der Bank alleine, die mit sich selbst redet. Okay, meine Lieben, bis bald. Tschüss.